Zur Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens. 1. Die Sozialdividende. Das Grundeinkommen ist in aller Munde. Die verschiedensten Protagonisten verfechten diese Idee. Hier mal eine kleine Auswahl. Fangen wir an mit Enno Schmidt, ein Künstler, der seit 10, 15, vielleicht seit 20 Jahren beinahe rund um die Uhr für die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens wirbt, eng verbunden mit der Schweizer Initiative. Oder hier, völlig anderer Typ, Joe Käser, der CEO von Siemens. Auch er findet bedingungsloses Grundeinkommen eine tolle Idee. Wieder ganz anderer Typ, Felix Köln. Das ist der Hauptinitiator der Kölner ortsgebundenen Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen, Kandidat für die Piratenpartei. Sonst nicht so oft einig mit Joe Käser. Lady Juliet Rice-Williams, eine britische Politikerin und Literatin, lange schon tot. Sie fand das auch eine gute Idee. Wir werden gleich auf sie zurückkommen. Oder Götz Werner, wahrscheinlich der prominenteste Verfechter einer Grundeinkommensidee in Deutschland, der nicht unbeträchtliche Teile seines Geldes auch dafür ausgibt, verschiedene Modelle durchrechnen zu lassen und zu bewerben. Das ist der Gründer der Drogeriemarktkette DM, Anthroposoph. Dann Milton Friedman, ein liberaler Ökonom aus den Vereinigten Staaten, auch schon eine Weile tot. Auch er Protagonist für eine Idee, die mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zu tun hat. Wir werden auf ihn in dem zweiten Video zurückkommen. Und schließlich als letzter hier in der Reihe, weil dann das Blatt voll war, Dieter Althaus. Ein konservativer Politiker der CDU, ein ehemaliger thüringischer Ministerpräsident, der sich in seiner Amtszeit für ein solches Grundeinkommen stark gemacht hat. Nun, wenn so verschiedene Menschen alle für eine Idee sind, dann muss es sich um eine geniale Idee handeln. Oder diese Leute verfolgen alle unterschiedliche Ideen und sprechen von unterschiedlichen Konzepten vor unterschiedlichen Hintergründen und in einem unterschiedlichen Kontext und verwenden lediglich eine gemeinsame Überschrift. Letzteres ist der Fall. Und deshalb können wir uns hier in diesen Videos jetzt nicht um ganz bestimmte Modelle der Grundeinkommen kümmern, weil davon gibt es unendlich viele, sondern wir picken einfach mal zwei Grundtypen raus, anhand derer man, glaube ich, die Grundidee ganz gut festmachen kann. Als erstes also zur Idee einer Sozialdividende. Und das ist die Idee von Lady Juliet Rice-Williams. Wie gesagt, eine britische Politikerin und Autorin. Sie war zunächst für die liberale Partei und später für die konservative Partei unterwegs. Und sie war Mitglied in der berühmten Beveridge-Kommission. Die Beveridge-Kommission hat in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts den Sozialstaat in Großbritannien, man kann sagen geformt, aber mindestens auf neue Füße gestellt. Und sie hat als Mitglied dieser Beveridge-Kommission die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens als Sozialdividende in die Debatte eingebracht. Sie hat sich nicht durchgesetzt, aber seitdem ist sie quasi eine Heldin der Idee. Und man kann sagen, sie ist zumindest eine der frühen Verfechterinnen einer modernen Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens. Was meint jetzt die Idee der sozialen Dividende? Was steht dahinter? Nun, das ist ein sozialpolitisch motiviertes Instrument mit sozialer Absicherung als Ziel. Ja, das ist, Beveridge-Kommission hatte zur Aufgabe, die soziale Frage sozusagen anzugehen, die soziale Frage, also die Armutsvermeidung zu regeln und zu lösen. Die Idee dahinter der sozialen Dividende ist tatsächlich zu sagen, man hat als Bürger ein Anrecht auf dieses Grundeinkommen, auf diese Sozialdividende, und zwar deshalb, weil wir alle
aus der sozialen Verfasstheit unserer Gesellschaft Profit ziehen. Das ist sozusagen ein Kapital, dass man eine Gesellschaft bildet, na, und dass wir nicht alle in einer gesellschaftslosen Anarchie durch die Wälder hüpfen. Und aus dieser Rendite sozusagen des Gesellschaftsbildens bekommt jetzt jeder einen Anteil von der Rendite als soziale Dividende ausgezahlt. Man hat dann ein Anrecht darauf, eben weil man Teil der Gesellschaft ist. Das ist die Idee dahinter. Und das wäre natürlich toll, wenn die ausreichend hoch ist, diese soziale Dividende, dann würde das bedeuten, wir könnten uns aus dem Zwang zur Erwerbsarbeit befreien. Und das ist natürlich ein Menschheitstraum. Das geht in Richtung Paradies. Ja? Wir müssen nichts mehr tun, um unsere wenigstens grundlegenden Bedürfnisse zu befriedigen. Wir bekommen einfach so Geld, also Gutscheine für Waren und Dienstleistungen, ohne dafür eine Gegenleistung erbringen zu müssen, über das Bürgersein hinaus. Nun, wir können das nicht in extenso diskutieren, aber wir können kurz innehalten und nachdenken. Unter welchen Bedingungen würde denn durch so ein Grundeinkommen tatsächlich ein Freiheitsgewinn zu erwarten sein? Nun, tatsächlich haben wir ja im Moment einen Zwang zur Erwerbsarbeit, um also aus eigener Kraft das eigene Leben und das Leben unserer Angehörigen finanzieren zu können. Solange Sie nicht aus eigener Kraft Ihr eigenes Leben oder das Ihrer Angehörigen finanzieren können, kommt die Gesellschaft, kommt der Staat, kommt die Sozialbürokratie und übt auf Sie Druck aus. Das heißt, Sie bekommen zwar Unterstützung im Grundsicherungssystem, aber es wird von Ihnen erwartet, dass Sie versuchen, Selbsthilfe zu leisten. Es gibt den Selbsthilfevorrang, nicht nur durch das Einsetzen von irgendwelchen Ersparnissen oder Vermögen, sondern eben auch den Selbsthilfevorrang durch den Einsatz eigener Arbeitskraft. Das heißt, die Sozialbürokratie würde Sie, solange Sie im Hilfebezug sind, auffordern, sich nach Arbeit umzusehen, und man fordert Sie auf, Arbeitsstellen anzunehmen, die man Ihnen anbietet, etc. pp. Das heißt, hier wird tatsächlich Zwang zur Erwerbsarbeit ausgeübt, solange Sie in diesem Sozialhilfe- oder Arbeitslosengeld II-Bezug sind. Allerdings, sobald Sie dieses Level der Grundsicherung überschritten haben, also sobald die Gesellschaft sagt, Sie können aus eigener Kraft Ihr Leben finanzieren, das, was wir für notwendig halten, haben Sie, ab diesem Zeitpunkt sind Sie weitgehend frei in unserer heutigen Gesellschaft. Was meine ich damit? Ich meine damit, ab diesem Punkt, wo Sie nicht mehr steuerfinanzierte Hilfe in Anspruch nehmen, also nicht mehr auf die Hilfe der Gesellschaft zur Existenzsicherung angewiesen sind, ab diesem Punkt fragt Sie der Staat und die Gesellschaft und üblicherweise auch Ihre Nachbarschaft nicht mehr oder jedenfalls nicht mit Nachdruck, was Sie eigentlich so treiben. Sie können dann mit 25 oder mit 30 trotz strotzender Gesundheit sagen, ich arbeite nur 20 Stunden die Woche beispielsweise. Solange Sie keine Unterstützung brauchen durch die Gesellschaft, wird Ihnen keiner reinreden. Man wird Sie nicht mal fragen, was Sie da treiben. In der anderen Zeit schreiben Sie ein Buch. Denken Sie nach, genießen Sie die Zeit, gehen Sie wandern. Was ist das Konzept dahinter? Planen Sie eine selbstständige Tätigkeit und feilen an Ihrer Idee? Sie sind frei, das zu tun. Übrigens wird man Sie auch in Ruhe lassen, selbst wenn Sie beispielsweise die eigentlich doch so wertvollen Bildungsinvestitionen, die man in Sie getätigt hat, nicht nutzen sollten. Also man hat Sie zur Hochschulreife gebracht mit kostenlosen Bildungseinrichtungen, man hat Sie kostenlos Volkswirtschaftslehre studieren lassen und anschließend haben Sie nur vor, ein bisschen Kleinkunst oder Kabarett oder vielleicht nur Gitarre spielen in der Fußgängerzone als Lebensunterhalt zu machen. Aber wenn Sie nicht auf Hilfe angewiesen sind, wird man Ihnen nicht reinreden. Jeder nach seiner Fasson könnte man das nennen. Nun,
Wenn wir jetzt ein Grundeinkommen einführen, dann haben Sie tatsächlich keinen Zwang mehr zur Erwerbsarbeit, um das eigene Leben oder das Ihrer Angehörigen zu finanzieren. Das ist die Idee dieser Sozialdividende. Das ist das Bedingungslose. Man verzichtet auf den Selbsthilfevorrang. Allerdings haben Sie dafür natürlich die Abhängigkeit vom gesellschaftlichen Wohlwollen. Denn Sie werden natürlich darauf angewiesen sein, dass Sie dieses Grundeinkommen ausgezahlt bekommen. Und das wiederum könnte den Rest der Gesellschaft oder bestimmte Gruppierungen in der Gesellschaft oder auch nur die Nettozahler innerhalb ihrer Bürgergesellschaft dazu verleiten, zu beurteilen, was sie treiben. Also zu entscheiden, ob sie es gut finden, was sie machen. Zu kritisieren, was sie machen. Vorschläge einzubringen, was sie anders tun könnten. Sinnvolleres, wertvolleres, was auch immer. Sie wären vom Wohlwollen der anderen abhängig. Das heißt, die anderen müssen genehmigen, müssen für richtig halten, was sie tun. Solange es bedingungslos bleibt und bedingungslos ernst gemeint wird, ist das natürlich kein Problem. Aber wer weiß, wie stabil diese Lösung wäre. Jeder bekäme, was ihm zusteht. Und es ist eben die Frage, ob die Gesellschaft dauerhaft findet, jemand wie Sie mit Ihren Plänen, mit Ihrer Lebensgestaltung, ob dem zusteht, das Grundeinkommen zu bekommen. Man weiß es nicht. Die Sozialdividende, wie sieht sie technisch aus? Man kann sie üblicherweise formulieren, wie hier in der Formel dargestellt. Dann hat man den Steuersatz multipliziert mit dem Markteinkommen. Man kann dann also einen einheitlichen Steuersatz nehmen. Abzüglich des Grundeinkommens, das heißt, der Grundeinkommensbetrag steht hier unmittelbar in der Formel und aus dieser Gleichung würde sich dann die Steuerschuld ergeben. Ein klassisches Beispiel: bei 50%igem Steuersatz und einem Grundeinkommen von beispielsweise 1.000 Euro pro Monat, dann würde das bedeuten, wenn Sie kein Einkommen haben, 0 Euro mal 0,5, also 50%iger Steuersatz, minus 1.000 ist minus 1.000. Und minus 1.000, also negative Steuerschuld, das meint jetzt schlicht und ergreifend den Transferanspruch. Das heißt, wenn Sie nichts an Markteinkommen hätten, hätten Sie bei diesen Parametern 1.000 Euro Transferanspruch monatlich. Wenn Sie 1.800 Euro pro Monat verdienen, haben Sie bei 50% Steuersatz 900 minus 1.000 ist minus 100. Sie würden immer noch 100 Euro dazu bekommen, hätten also im Saldo dann 1.900 Euro zur Verfügung monatlich. Bei 2.500 oder bei 6.000 hingegen wären Sie Nettozahler des Systems. 0,5 mal 6.000 ist 3.000, minus 1.000 ist 2.000 Euro Netto-Steuerschuld. So könnte es aussehen, die Idee der Sozialdividende, denn irgendwer muss natürlich das Ganze auch finanzieren. Das heißt, üblicherweise profitieren natürlich nicht alle vom bedingungslosen Grundeinkommen, sondern es wird verrechnet oder man kann es jedenfalls verrechnen mit der positiven Steuerschuld an anderer Stelle. Irgendwo müssen die Einnahmen ja herkommen, also die Idee bedingungsloses Grundeinkommen bekommt auch der Milliardär. Das ist natürlich Quatsch, der wird es an anderer Stelle sicherlich zahlen müssen. Wenn Sie einen einheitlichen Steuersatz nehmen, dann sieht die Formel so aus und das ist, glaube ich, ganz eingängig. Die zweite Idee, die zweite Grundform, schauen wir uns im nächsten Video an. Hier hatten wir jetzt erstmal die Idee von Juliet Rice Williams, der Sozialdividende. Eine rein sozialpolitisch motivierte Idee, die den Mensch aus dem Zwang zur Arbeit befreien soll. Tschüss.